Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Banished. Was ist Banished? Banished ist ein, so ein City-Klon, könnte man sagen, und aber mehr so im Mittelalter angesiedelt. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Unsere Stadt nennen wir, wie nennen wir unsere Stadt? Die nennen wir mal Nürnberg. Nürnberg kann er nicht, dann nennen wir sie mal Hamburg. Hamburg kann er. So, jetzt wählen wir einen Map-Seed. Klicken wir mal so ein bisschen rum und dann schauen wir mal, was da für eine Map bei rauskommt. Wir wollen spielen auf den Valleys. Da würde ich sagen, nehmen wir Medium. Das Klima lassen wir mal auf Mild. Die Disasters machen wir aus und die Starting Conditions nehmen wir Easy. Und dann schauen wir mal, was wir alles so Schönes bauen bzw. erreichen in Banished. Ja, die Ladebalken sind doch, glaube ich, noch ein wenig groß, ein wenig lang. So, dann werden wir uns erstmal ein bisschen was einblenden. Und zwar werden wir uns das einblenden. Nein, den Event-Log können wir ausblenden. Die Map, die ziehen wir mal nach rechts rüber. Das werden wir uns einblenden. Was ist das jetzt? Achso, das sind die Loks. So. Und dann wählen wir uns mal aus. Und zwar werden wir erstmal ein bisschen was roden hier. Nämlich die Resources removen. Damit wir hier so ein bisschen Platz zum Bauen haben. So, und dann sehen wir nämlich schon, wie unsere Arbeiter da langsam hingehen. Drehen wir die Zeit mal ein bisschen vor. So, unser Storage is for logs, stones and iron is nearly capacity. Also hier diese Storage ist langsam ein bisschen voll. Und dann werden wir mal bauen, und zwar das Boarding House für den Anfang. Da können nämlich sehr viele unserer Bewohner erstmal drin wohnen. Und dann werden wir mal vier Bilder, ja, hauen wir mal da vier Bilder rauf, die das ganze Haus bauen werden, und drehen die Zeit nochmal wieder ein bisschen vor. Und dann sollte gleich unser Haus angefangen, genau, da wird schon fleißig
Material hingetragen. Und während die da fleißig am Werkeln sind, können wir gleich noch mal wieder ein paar Kapazitäten hier wegholzen. Beziehungsweise, stopp, wir werden mal nur die Bäume nehmen. Dann bleibt nämlich alles andere erstmal liegen. Und hier vorne würde ich sagen, bauen wir mal, jetzt müsste ich natürlich wissen, wo der ist. Da ist er. Nee, das ist die Trading Post. Die will ich eigentlich nicht. Den wollte ich dahin haben. So, wie drehe ich den denn nochmal? Wie war das denn? Mit R. So, dann werden wir hier mal die Fischstation hinbauen. Und dafür brauche ich zwei Bilder. Und dann können wir gleich noch mal ein paar Steine wegkloppen hier. Weil Steine brauchen wir nämlich auch dringendst. So, aber warum passiert da jetzt nichts? Ah, die müssen erst die Ressourcen da hinbringen. Und ich will mal gucken, ob ich eventuell schon Straßen bauen kann. Dann geht das Ganze nämlich etwas flotter. So, wie weit sind wir denn da? Da fehlt noch jede Menge. So, da können wir eine Priorität setzen. Schauen wir mal, ob es damit dann eventuell etwas schneller geht. Wenn wir denen jetzt eine Priorität zuweisen. Oh Mann, jedes Mal will ich mit Escape zurückklicken. Aber das geht nicht. Ich glaube, ich muss das mit
Rechtsklick machen. Also ich habe schon mal gespielt, ist aber ein bisschen her. So, da sieht man doch schon, unsere Angelstation wird erstellt. Dann können wir uns mal, wenn wir ein bisschen rausscrollen, mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Ja, die Map sieht doch schon wirklich schön groß aus. Hier oben würde ich sagen, so auf der Höhe können wir vielleicht eine Trading Post hinbauen. Oder setzen wir die Trading Post hier irgendwo hin. So, unsere Fischstation ist fertig. Das heißt, die beiden Bilder ziehen wir wieder ab und dann suchen wir mal eben, da ist der Fischermann. 4 Stück braucht er. Kriegt er erstmal, obwohl doch, komm. Wir geben ihm mal 4 Fischer und dann ist schon mal ein bisschen Nahrung besorgt. Und dann werden wir nochmal einen Storage bauen. Da würde ich sagen, reicht so ein Stockpile. So, dann tragen die das dann nämlich hin und dann verschwinden hier gleich auch nacheinander die ganzen Sachen, die sie jetzt hier erstmal zwischenlagern. Die sollten dann da, ja genau, da sieht man es doch schon, da kommen die ersten Hölzer hin. So, unser Boarding House ist erstellt. Unsere erste Fischerhütte ist erstellt. Wir haben die Storage ein wenig erweitert. Und damit verabschiede ich mich heute für die erste Folge von Banished von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Bye Bye.